Hey, hi. Wenn euch interessiert, was wir bei diesem Fahrzeug alles verbaut haben, dann bleibt am besten dran. Und ich zeige euch das in aller Ruhe und wir machen einen kleinen Durchgang. Und ich erkläre euch ein wenig was über Kühlschränke. Also, zwei Themen, ein Video, auf geht's. Hi, hier ist der Michael von Mika Caravan aus Dinkelsbühl. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Und wir haben heute einige Themen vor uns. Und zwar einmal möchte ich euch den Umbau von den tollen Francia zeigen. Da haben wir ganz tolle Features eingebaut, unter anderem eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Und den Umbau möchte ich euch so ein bisschen zeigen, näher bringen, was wir da alles gemacht haben. Zum Zweiten habe ich noch ein Thema, und zwar bekomme ich immer wieder Anfragen bezüglich Absauberkühlschrank, Solaranlage in Verbindung mit der überschüssigen Energie auf den Kühlschrank 12 Volt zu schalten. Da habe ich ja ganz bestimmte Meinung drüber und rein rechnerisch müsst ihr das auch nochmal darlegen. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz mit euch reden, weil die Anfragen einfach immer sehr, sehr rege sind. Ich weiß, es gibt Unternehmen, die das tun. Und da möchte ich euch eben ganz kurz zeigen, warum oder beziehungsweise begründen, warum wir das nicht machen. Also, lasst uns anfangen. Und wenn euch die Themen interessieren, dann bleibt dran. Ich freue mich und auf geht's. So, Leute. Hier sind wir. Hier haben wir einen Absorberkühlschrank, genauso Absorber, genauso wie hinter mir nochmal zwei große stehen. Woher kommen diese Kühlschränke? Das sind ehemalige Kühlschränke von Fahrzeugen, wo wir umgerüstet haben auf Kompressorkühlschrank. Warum haben wir das gemacht? Weil ein Absorberkühlschrank einfach immer wieder so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Vor allen Dingen, wenn die in die Jahre kommen, haben wir immer wieder das Problem, die Brenndüsen verstopfen, die Heizpatronen funktionieren nicht mehr richtig. Zwangsläufig ist die Kühlleistung sehr mager. Teilweise selbst bei neuen Fahrzeugen, wenn sie auf Gas funktionieren, haben wir die Schwierigkeit, dass einfach die Qualität der Kühlung bei über 30 Grad, ja, für den einen reicht es aus, für den nächsten mangelhaft ist. Besonders wenn man natürlich den Kühlschrank wirklich vollstopft, weil auch hier gibt es eine ganz klare Regel. So ein Kühlschrank sollte man maximal bis 70% befüllen. Wenn man natürlich kann man den voll machen, da sagt man ja, warum gibt es denn die ganzen Regale? Natürlich ganz klar, kann man, aber die Schwierigkeit ist, wenn man umso voller macht, umso schwieriger wird es mit der Kühlung. Das ist einfach Fakt, weil man dürft das ganze Thema hier nicht vergleichen mit einem Kompressorkühlschrank, der bei uns daheim in der Einbauküche montiert ist. Ist natürlich eine ganz andere Nummer. Hier haben wir ein Ammoniak-Gemisch, ich glaube Ammoniak, ein Gasgemisch, wodurch die Wärme sich trennt, chemische Reaktionen austeilt und so weiter und so fort. Und durch die Heizpatrone hier dann dementsprechend die Kühlung dann vonstatten geht durch eine gewisse Verdampfung und dadurch entsteht dann wieder die Kühlung. Die Schwierigkeit ist einfach, dass bei einer bestimmten Außentemperatur das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Viele fragen mich immer, Mensch Micha, warum können wir nicht die Solaranlage, wenn ich jetzt schon 6, 8 Platten auf dem Dach habe, die überschüssige Energie in meinen Kühlschrank einspeisen, dann den mit 12 Volt betreiben? Natürlich, rein theoretisch, auch praktisch machbar. Ich kenne auch Kollegen von mir, die das praktizieren, die das tun. Ich kenne aber auch Kunden, die das getan haben und nie mehr tun würden, weil sich der Aufwand gegenüber der Ersparnis
überhaupt nicht darstellen lässt. Weil, ganz einfach, wenn ich die Geschichte hier, der hat drei Heizstufen, kann man so grob sagen. Auf 12 Volt, wenn er läuft, hat er ungefähr eine Leistung zwischen 150 und 180 Watt. Auf 230 Volt, wenn er läuft, hat er ungefähr 230 Watt. Auf Gas, wenn er läuft, hat er ungefähr 300 Watt Kühlleistung. Daher natürlich entsprechend die Unterschiede. Auch zwangsweise deswegen die Funktion so gewählt vom Hersteller allein schon. Nur wenn der Motor läuft, funktioniert die 12 Volt Einheit. Wenn ich am Landstrom hänge, funktioniert die 230 Volt Geschichte. Und nur wenn ich autark stehen möchte, funktioniert das Gasthema. Deswegen ist auch der Unterschied zwischen 230 und Gas natürlich relativ gering. Das ist sehr ähnlich in der Funktionsweise her. Bloß bei 12 Volt habe ich halt Fakt den allerschlechtesten Wirkungsgrad. Wann habe ich den meisten Solarertrag? Wenn die Sonne scheint, im Sommer, wenn es heiß ist. Stellen wir uns vor, ich bin am Campingplatz. Hier in meinem Kühlschrank sind kühle Getränke gelagert. Und ich schalte den Ätz ab, keine Ahnung, 11 Uhr auf Batterie, weil Batterie voll, überschüssige Energie geht in den Kühlschrank. Nicht vergessen, eine auf 12 Volt im Fahrbetrieb eigentlich, den ich hier jetzt vortäusche, ist es eigentlich nur eine Erhaltungskühlung, damit die Ware, die da drin ist, während der Fahrt nicht schlecht wird. Gedacht auch während der Fahrt, weil da die wenigsten oder am seltensten in den Kühlschrank ich rein muss. Warum ist es so wichtig? Ganz einfach. Je öfter ich den Kühlschrank aufmache, desto mehr Kälte geht sofort raus, desto mehr Wärme geht in den Kühlschrank rein. Im 12-Volt-Bereich schafft er es dann nicht mehr, die Kühlung wieder so runterzudrücken, damit der Kühlschrank wieder die Temperatur hat, die er vorher hatte, nachdem ich ihn 3-4 Mal aufgemacht habe. Jetzt komme ich wieder zurück. Sommer, Solarertrag gut, Hitze, Mittag, 1 Uhr, 2 Uhr, ich habe Durst. Ich habe viel Durst, weil ich bin draußen, ich schwitze, ich sonne mich, ich möchte ein kühles Radler, ich möchte ein kühles Fanta, ich möchte eine kühle Cola. Ich gehe in den Kühlschrank, mach auf, Cola raus, zack. Dann kommt meine Frau raus, Prosecco raus, zack. Dann kommt meine Tochter, zack, raus, Schokoriegel, zack, wieder zu. Jetzt kann man sich vorstellen, unter der Mittagszeit, gerade in der Hitze, wo ich ja dann kühle Sachen zu mir nehme, Eis, was auch immer, kommt, weil ich ihn relativ häufig aufmache, sofort wieder die Wärme rein. Und im 12-Volt-Bereich schafft das dann definitiv nicht mehr, runterzukühlen. Abends ist er dann eigentlich warm. Ich gehe die Gefahr ein, dass Lebensmittel da drin einfach nicht mehr die richtige Kühlung erfahren, die sie eigentlich bräuchten. Zum Zweiten, dass mir die Butter dann schon langsam davonläuft. Und zum Dritten, ich einfach zu viel Energie brauche danach, wenn er dann abends wieder auf Gas schaltet, weil ich jetzt meine Akkus wieder entleere und ich wieder Energie für meinen Akku brauche und dann schaltet der wieder auf Gas. Dann brauche ich aber wieder umso mehr Gas, weil er umso länger laufen muss, bis er wieder seine Ursprungskühle erreicht hat. Also, genau das ist der Grund, warum ich sage, Leute, lasst's bleiben. Also ist meine persönliche Meinung. Und ich kenne genügend adäquate, professionelle Meinungen, die genau der gleichen Meinung sind. Das ist auch der Grund, warum es der Hersteller von vornherein auch gar nicht so anbietet. Und weil es einfach Quatsch ist. Also der Wirkungsgrad äußerst ungünstig, die Kühlung katastrophal auf 12 Volt. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe, weil auch mein Absorberkühlschrank habe ich rausgeschmissen aus meinem Fahrzeug, habe ihn umgerüstet auf Kompressor, genau aus den ganzen genannten Gründen. Und 12 Volt war jedes Mal Katastrophe und ihr könnt selber ausprobieren. Füllt den Kühlschrank mit relativ neu, frisch gekaufter Ware, relativ warm. Schalt den Kühlschrank auf 12 Volt oder auf Automatik statt den Motor und fahr 5 Stunden im Urlaub und guck nach 5 Stunden, wie kalt effektiv der Inhalt oder beziehungsweise leg ein kleines Thermostat rein, wie viel Kühlleistung hat der Kühlschrank dann wirklich gebracht, wenn er voll ist. Leider viel zu wenig im 12-Volt-Sektor und daher einfach mein Plädoyer,
macht's nicht. Spart euch das Geld für die Umrüstung, weil die ist auch nicht ganz günstig. So viel Gas könnt ihr gar nicht sparen, was das kostet und letztlich, was der effektive Nutzen davon ist, diese Energie zu verbraten. Dann lieber, ich weiß es nicht, größeren Akku kauft, dass ich mehr laden kann oder noch eine EcoFlow hinkängt oder meine E-Bikes aufladen oder was auch immer. Da habe ich wesentlich mehr von der Energie, wie in den Kühlschrank zu schicken. Also, das war meine Meinung zu dem Thema Kühlschrank und Energie 12 Volt umleiten, um den Kühlschrank zu kühlen. So, und jetzt kommt's. Zweite Thema, ab zum Frank hier, da möchte ich euch so ein bisschen den Einbau erläutern. So, hier finden wir uns jetzt in der Heckgarage von dem hübschen Fahrzeug und was haben wir hier gemacht? Es ist ein bisschen eine Trux, weil hier habe ich erst einmal vergeblich die Akkus gesucht, die Aufbauakkus. Bis ich das kleine Schild hier seitlich gefunden habe und da ist so eine Blende drin und die habe ich dann mal aufgemacht und habe dann reingeschaut und tatsächlich, da waren dann die zwei Akkus verbaut. Aber der Kunde hatte den Wunsch, 2x200 Amperestunden. Somit war natürlich klar, hier muss alles umgebaut werden. Also haben wir den ganzen Kasten, wo ich jetzt gerade davor sitze, einmal komplett rausgerissen. Rausgebaut. Dann haben wir hier, und ich blende euch das jetzt parallel hier dazu ein, dann haben wir parallel dazu die ganze Konstruktion neu verändert. Hier mussten 2x200 Amperestunden Akkus rein. Also müssten wir eine Holzkonstruktion bauen, damit wir die auch wirklich sauber da innen reinkriegen und vor allem befestigen können. Somit haben wir hier hinten die ganze Vertäfelung verändern müssen und die ganze Verteilung. Dann haben wir das Ganze sauber wieder davor gesetzt. Natürlich vorher unsere ganzen Strippen gezogen, die wir brauchen, weil ihr seht, hier haben wir auch noch die WCS-Kombi. Das heißt, Temperaturfühler, Display, Kabel vom Innenraum muss raus. Dann haben wir hier oben noch Solarregler, zwei Stück an der Zahl. Denn das Fahrzeug hat 6x 130 Watt Peak bekommen. Auch die zeige ich euch. Die blende ich nicht ein, die gehen wir separat noch durch. Und dann haben wir da oben die Solarregler, auch Temperaturfühler, runder Solarkabel, runder Batterie und. Alles sauber hier angeklemmt und dann kann man dementsprechend das alles wieder sukzessive langsam davor bauen. Und das war echt eine Herausforderung und das war gar nicht so einfach. Das hat ein bisschen gedauert, länger wie geplant, aber ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen, ist richtig schick geworden und damit kann man arbeiten. Jetzt hat der Kunde 400 Amperestunden Lithium, einen Wechselrichter mit 3000 Watt und einen Ladestrom von 200 Ampere. Der große Vorteil dadurch ist, er hat ja 400 Ampere Lithium drin, bei 200 Ampere Ladestrom teilt sich das Ganze. Ich schalte das nur eine Stufe runter, aber die können pro Akku 100 Ampere laden. Ich habe das runtergeregelt, damit wir ein bisschen Puffer drin haben. Jetzt wird pro Akku ungefähr 85 Ampere geladen. Also das heißt 200 Ampere, maximal ein bisschen was über 2 Stunden. Wenn die Akkus komplett leer wären, wären die Akkus wieder voll. Also echt geil. Also ich finde es richtig heftig. Dann haben wir eine 3000er Kombi. Die 3000er Kombi hier, die habe ich auch in meinem Fahrzeug, die schafft locker 3,4, 3,5 kW. Selber schon ausprobiert und die schaltet nicht ab. Auch nicht nach 10 Minuten, auch nicht nach 15 Minuten und auch nicht nach 20 Minuten. Ist echt phänomenal. Ob man es braucht, kann man nicht sagen. Jedenfalls kommt ja doch immer wieder mal die Geschichte, ich zumindest in meinem Fahrzeug, gehe immer mehr dazu, gasfrei unterwegs zu sein. Und da macht es natürlich absolut Sinn, weil wenn ich mit der Induktionskochplatte mal schnell mir Kartoffeln koche oder Nudeln koche, macht es natürlich echt Sinn, dass der ein bisschen mehr kann, weil wenn nebenbei nur Cappuccino rausläuft oder weiß der Teufel was, sich meine Frau die Haare föhnt, dann kann das der alles ab. Das ist echt mega Geschichte. Ja, noch dazu natürlich haben wir hier hinter
einen Ladebooster verbaut. Da können wir gerne mal reingucken, wie das hier ausschaut. Aber Rox, das habe ich bloß davor gesteckt. Und zwar, hier steckt er. Der LB60 Ladebooster vom WCS, damit auch die Batterien während der Fahrt natürlich super gut geladen werden. Das nächste haben wir hier dann nur ein kleines Relais verbaut für die Landstromanzeige. Die ganze Sicherung, das wird noch alles beschriftet bzw. Noch sauber dargestellt, damit auch der Kunde immer weiß, wo er ran muss, wenn irgendwas ist. Ja, das war's hier außen und jetzt gehen wir mal kurz in den Innenraum und dann zeige ich euch noch, was er gekriegt hat, nämlich eine Cinderella Verbrennungstoilette. Ja, liebe Leute, hier ist das gute Teil. Cinderella Verbrennungstoilette. Der Einbau, wie immer, ziemlich komplex. Warum? Wir müssen mit der Toilette dahin, wo die alte vorher war, und müssen natürlich mit dem Schacht oben hier einfach komplett oben durch den ganzen Spiegelschrank oben durch und müssen das dann entsprechend sauber verbauen, konstruktiv machen. Und ich blende euch auch dazu hier mal ein Bild ein, wie das Ganze ausschaut. Und ich glaube, das ist echt eine Nummer. Also so eine Toilette, hier auch die Schrägen, die ganzen Bretter hier wieder anfertigen, das ist alles von uns angefertigt worden, ist natürlich schon immer ein Thema, was den Einbau natürlich immer sehr aufwendig macht. Jedoch ist so eine Verbrennungstoilette schon schick gegenüber einer Kassettentoilette, denn all der Inhalt, was da reinkommt, egal ob flüssig oder fest, fällt einfach nach unten in den Verbrennungsraum, der da unten ist, und verbrennt. Restlos. Das Einzige, was man sich natürlich im Klaren sein muss, man braucht ein bisschen Gas. Der Kunde hier hat den großen Vorteil, dass er einen großen Gastank hat. Und das ist natürlich schon eine richtig geile Geschichte, weil dadurch ist er natürlich sehr flexibel und kann das Thema auch richtig gut nutzen. So, hier sehen wir jetzt die Blende, die geht hier entlang hoch, durch den ganzen Spiegelschrank nach oben und ihr seht, hier ist Beleuchtung, oben drüber ist Beleuchtung und das ist natürlich schon echt eine Nummer, dass man das immer so schön sauber, akkurat hier alles hinkriegt. Also ich bin da mega begeistert und unser Detlef, der das mittlerweile ja leidenschaftlich macht, naja, ob es leidenschaftlich macht, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle macht das mega gut, ist so ein Einbau natürlich schon echt eine Nummer. Und ich bin mega begeistert von auch diesem Einbau wieder, weil das einfach mega professionell ausschaut, als ob noch nie eine andere Toilette herin war. Das Einzige, da wird der Kunde natürlich den sauren Apfel beißen müssen, weil irgendwo muss der Schacht natürlich durch, ist hier durch den Spiegelschrank. Und jetzt schaut euch bitte diesen kleinen Fächer an. Auch das haben wir alles geändert. Die gingen vorher bis hierher einmal durch. Hier müssen wir mit unserem Schacht entlang durch. Somit mussten wir jetzt hier die ganzen Reihen hier natürlich abändern, damit das alles passt und wieder sauber und ordentlich ausschaut, als ob das frisch so vom Werk kam. Und das ist natürlich schon eine Glanzleistung meiner Mitarbeiter, wo ich sagen muss, wow, ich bin echt begeistert. Ich bin stolz auf jeden einzelnen von meinen Jungs, weil ohne die wäre Mega Caravan ja das, was wir wären und könnten die Qualität nicht abliefern. Und da muss ich schon ganz arg auch meinen Jungs danken, damit die da so mitmachen und sich auch diese Mühe geben. Und ich habe auch das Gefühl, denen macht es auch ein bisschen Spaß, zumindest genauso wie mir. Toilette hat riesen Vorteile, pflegeleicht. Drin ist nur ein kleiner Katalysator und für alle, die ihr schon eine Toilette habt, eine Verbrennungstoilette, vergesst nicht innen drin den Katalysator immer wieder mal mit klarem Wasser auszuspülen. Wenn man das nämlich nicht tut, hat man das Problem, dass außen dann es irgendwann das Riechen anfängt. Wenn dies aber immer gepflegt wird, dann riecht auch außen nichts, weil wie der Name Katalysator schon sagt, der nimmt die Duftstoffe auf und absorbiert die, aber damit es immer wieder frisch aktiviert wird, muss der mit frischem Wasser ausgespült werden, ausgetrocknet werden und dann kann man wieder einsetzen. Das ist eine Arbeit von maximal 10 Minuten, überhaupt kein großer Act und ich zeige das an meinen Kunden immer hier vor Ort, wie das funktioniert und dann ist es echt Kindergarten. Also,
So viel zum Thema Cinderella Verbrennungstoilette. Ich bin mega zufrieden mit dem Einbau. Jetzt geht das Auto raus, wird geprüft, einmal komplett durchgecheckt, ob alles passt, ob alles in Ordnung ist. Und am Donnerstag, beziehungsweise ja, Donnerstag, wird das Ganze dann den Kunden übergeben. Und ich glaube, er freut sich mindestens genauso wie ich, wenn ich ihm das Fahrzeug wieder übergeben darf. Denn ein nagelneuer Francia, der ist echt toll, das Fahrzeug. Und ja, ich sage danke für das Vertrauen und bis zum nächsten Einbau. Da werden wir uns bestimmt wieder was einfallen lassen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich das Dach hier nicht vorenthalten. Ich habe ja gesagt, 6 Platten haben wir hier drauf gepackt. 6x Hochvoltmodul vom WCS mit je 130 Watt Peak, 60 Volt. Jawohl, Hochvolt, wo ich immer noch ein wahnsinniger Fan davon bin, auch wenn andere das anders sehen. Ich kann nur sagen, die Platten haben absolut ihre Berechtigung und ich versuche da mal einzufangen, was hier rumkommt. Also das ist echt beachtlich. Hier haben wir einmal die 4 Platten rund ums Karree gemacht, damit wir hier die Dachluke geschützt haben. Hier haben wir noch einen Maxwell eingebaut. Dann haben wir hier vorne nochmal 2 Platten drauf gemacht, in der Mitte unseren Verteiler reingemacht, damit entsprechend die ganzen Platten verklemmt werden können. Hier dann unseren Dachdurchgang nach unten. Alles natürlich fein säuberlich, geprimert, geschliffen, gecleant und dann sauber verklebt. Also die Dinger sind mehr wie bombenfest. Die reißt kein Mensch mehr runter. Da muss man wirklich sagen, mega schönes Dach, sauber angeordnet. Und ich glaube, der Kunde wird hier richtig Vergnügen haben. Mehr wie 6 haben wir nicht draufgebracht, weil ja, das ist natürlich hier schon alles ziemlich verbaut, weil wir haben schon allein 3 Dachluken, Satzschüssel, hier haben wir eine Antenne, da hinten haben wir den Cinderella, halt da haben wir den Verbrennungstoiletten von der Cinderella, den Schlot, hier haben wir eine Entlüftung, also es ist nicht mehr viel Platz gewesen, mehr ging leider nicht, aber das ist schon echt eine Nummer und ich glaube, das Dach kann sich absolut sehen lassen. Und ich bin gespannt, was wir da an Energie allein runterholen können von dem Dach. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like unwahrscheinlich freuen. Genauso aber auch über mega tolle Kommentare von euch, weil ihr macht wirklich immer fleißig mit. Und das finde ich echt klasse. Und da würden mich auch die Kommentare interessieren bezüglich Kühlschrank. Habt ihr schon so einen Umbau vollzogen? Wie sind eure Erfahrungen? Vielleicht lerne ich noch ein bisschen was dazu. Was für Ideen habt ihr dazu? Darüber würde ich mich gern mit euch drüber unterhalten. Das ist echt ein Riesenthema. Und ich glaube, da können beide Parteien auch nur ein bisschen voneinander profitieren. So viel auch zum Thema Umbau von unserem Francia, mal ein bisschen speziellerer Umbau, ein bisschen hochwertigerer Umbau mit Cinderella, mit 3000 Watt Wechselrichter, 6 Platten Solaranlage, also da geht richtig was runter und ich hoffe auch dazu eure Kommentare lesen zu dürfen, was ihr davon haltet, nötig, unnötig, darüber brauchen wir uns natürlich nicht unterhalten oder die schon Verbrennungstoiletten haben, wie eure Erfahrungen sind. Ich jedenfalls bin auch ein Fan davon, ziemlich begeistert. Bei mir, mein Fahrzeug, leider passt hier nicht rein. Somit ist es eine C1 von der Firma Clesanavon, aber auch die ist sehr gut und kommt super gut damit zurecht. Ja, hier im Hintergrund seht ihr unsere Fahrzeuge. 2 Stück davon haben wir heute neu reinbekommen. 640er, einmal Champagnerfarben und einmal dieses Grau, Beige-Grau, richtig toll, nagelneu. Die werden jetzt noch geputzt und wieder hergerichtet für hier unsere Ausstellung. Die sind jetzt ab sofort wieder anzugucken. 640er haben wir jetzt schon länger keinen mehr da gehabt, aber ich bin froh, dass er jetzt endlich wieder da ist, gleich 2 Stück an der Zahl, damit man den auch wieder zeigen kann. Somit haben wir jetzt 3 Fahrzeuge in der Ausstellung und eine echte Auswahl da. Und wenn Interesse besteht,
meldet euch, schaut es euch an, überhaupt kein Problem. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Nicht vergessen, ein kleines Like, dafür danke ich euch, genauso wie über eure Kommentare. Und wenn ihr ganz verrückt seid, dann mal kurz den Abo-Button gedrückt, weil dann verpasst ihr auch keine Videos mehr, die hier noch von uns aus Dingespiel ausgestrahlt werden. Beziehungsweise für euch, für mich, für euch dann dementsprechend auch gezeigt werden. So, jetzt sage ich ganz lieben Dank und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.